Hallo ihr Lieben, ihr seht schon wieder, es wird gebacken. Ihr seht meine Küchenwaage hier. Ja, das werden relativ gesunde, zuckerfreie Zimtschnecken. Und ihr könnt da natürlich, wenn ihr möchtet, andere Mehle verwenden. Ich weiß nicht, wie es mit Proteinpulver ist, ob das gut ist mit der Hefe, weil es wird ein Hefeteig. Da müsst ihr mal gucken. Ich mache es jetzt auf jeden Fall mit normalem Mehl. Und das Rezept ist für 7 kleine Zimtschnecken. Und zwar sind es 125 Gramm Dinkelmehl, die da reinkommen, oder Weizenmehl. Ich habe jetzt Weizenvollkornmehl. Und dann geht's weiter. Dann kommt ein Viertelpäckchen Trockenhefe rein. Also, ihr könnt natürlich auch frische Hefe nehmen, da weiß ich dann aber nicht genau, wie die Umrechnung ist. Viertelpäckchen von 7 Gramm, so ungefähr 2 Gramm. Ich mache da eher immer ein bisschen mehr. Und es geht weiter, und zwar mit Mandelmilch. Da kommen jetzt 80 Milliliter rein. Ich mache lieber erstmal ein bisschen weniger. Oh, das war jetzt doch nicht weniger. Das waren jetzt ziemlich genau 80 Milliliter. Was ich noch reinmache, ist ein kleines bisschen Flake Drops. Da wirklich nur ganz bisschen. Vanille nehme ich da von meinem Protein. Gibt es ja auch von anderen Marken. Natürlich eine kleine Prise Salz. Das gehört immer dazu. Was ich auch noch reinmache, das müsst ihr aber echt nicht machen, ist ein bisschen Marzipan-Smack-Tastic. Ihr könnt auch Bittermandel-Aroma nehmen oder ihr lasst es einfach, wenn ihr das nicht mögt. Ich stehe halt einfach so ein bisschen auf diesen Marzipan-Geschmack noch extra. Und ein Tipp, den ich auch noch habe, ist, ihr könnt dann zum Beispiel von diesem zuckerfreien Chai-Pulver, was es gibt, von David Rio, was reintun. Und also nur so 3 Gramm, das macht schon sehr viel aus vom Geschmack. Da nehme ich jetzt auch noch so eine Mini-Spitze. Ein Gramm ungefähr gewesen. Das macht es einfach schön weihnachtlich würzig. Und dann kommt da natürlich noch Zimt rein. Erstmal nur ein bisschen, der Rest kommt dann auf die Füllung. Löffelspitze war das jetzt auch. Dann mache ich noch ein bisschen Süßstoff rein. Und ihr könnt jetzt noch, ihr könnt es auch mit was anderem außer dem Süßstoff süßen. Ihr könnt zum Beispiel einen halben Esslöffel Agavendicksaft oder Honig nehmen. Wenn es vegan sein soll, eben lieber Agavendicksaft. Oder auch ein bisschen Zucker oder ein bisschen Erythrit. Ich lasse es jetzt alles erstmal so und verrühre das. Es muss auch wirklich gut verrührt werden. Ich mache das in meiner KitchenAid mit so einem Knethaken. Und das sollte auch so 3 bis 4 Minuten wirklich gut verrührt werden. Ihr rührt das Ganze gerade fleißig und ihr seht, es wird auf jeden Fall richtig schön fest. Und auch etwas zäh. Also man kann den gut dann ausrollen. Der muss aber noch ein bisschen weiter rühren. Ihr seht jetzt, das ist richtig zäher Teig und er schmeckt richtig lecker nach Hefeteig. Ich werde den jetzt davon abkratzen, in die Schüssel tun, da unten einfach rein, mit dem Tuch abdecken. Und ich habe meinen Ofen, wie gesagt, so ein bisschen vorgeheizt auf 30, 35 Grad. Und da ist es schön warm, nicht zu heiß. Und da kann er jetzt ziehen, gehen, eine halbe Stunde. So sieht er aus. Und schmeckt ziemlich lecker. Hier seht ihr den Teig nochmal. Ich kann den jetzt so richtig schön kneten und so ist er einfach perfekt. Und wird jetzt, wie gesagt, in die Schüssel gegeben. Mit einem Tuch drüber und dann zieht er im Ofen. Hier drin zieht er jetzt. Wie gesagt, ich habe den Ofen so ein bisschen offen. Er war leicht vorgeheizt, einfach nur auf der Vorheizstufe. Ich weiß nicht, was ihr für einen Ofen habt. Dann so ganz leicht auf 30 Grad. Und genau, dort wird er jetzt eine halbe Stunde ziehen. Und dann hoffe ich, dass er aufgegangen ist. Das ist ja immer so eine Sache bei Hefeteig. Manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Ich bin gespannt. Ich werde natürlich trotzdem irgendwie Zimtschnecken daraus backen. Was ich euch aber noch sagen wollte, ist, ja, ich habe es auch mit Whey probiert. Einfach um euch das dann sagen zu können, es klappt überhaupt nicht. Also auch nicht, wenn ihr nur ein Viertel mit Whey ersetzt. Es wird eine total klebrige Angelegenheit. Ich weiß nicht, da muss man dann irgendwie was anderes verwenden. Vielleicht keine Hefe. Ich weiß es nicht, aber es hat nicht geklappt bei mir. Also, da müsst ihr dann rumprobieren, dass hier auf jeden Fall klappt. Wie ihr sehen könnt, es ist ein schöner Hefeteig. Der Teig ist ganz schön aufgegangen, beziehungsweise nicht. Er ist nicht aufgegangen.
Und ich habe ihn jetzt ungefähr so dick ausgerollt. Ich werde gleich nochmal ein bisschen nachrollen, weil er sich auch wieder zusammenzieht. Aber ja, wie gesagt, er ist nicht ganz so perfekt aufgegangen, wie er hätte sollen. Ich weiß nicht, vielleicht war der Ofen etwas zu warm. Ich glaube, das war der Fall. Müssen wir mal gucken. Und ja, das wird jetzt in solche Röllchen geschnitten. Je nachdem, wie viel Breite ihr die haben wollt. Und bevor ihr das macht mit dem Röllchen schneiden oder auch danach, aber ich mache es davor, wird da jetzt eine Mischung drauf gemacht. Und da ist eure Kreativität jetzt auch wieder, ja, freie Bahn gesetzt sozusagen. Dann würde ich 50 Gramm Margarine nehmen, 4 Esslöffel Agavendicksaft oder Honig und ein bisschen Zucker. Ihr könnt zum Beispiel auch Kokosblütenzucker oder normalen Zucker nehmen, Braunrohrzucker, Erythrit könnt ihr auch nehmen. Und das eben schmelzen und dann die Hälfte der Masse hier drauf schmieren und dann nochmal damit glasieren. Wenn ihr die dann in Streifen geschnitten habt, zusammengerollt habt, dann nochmal was drüber. Ich gucke jetzt mal, was ich so da habe und was ich draus zaubere. So, ich war jetzt ganz kreativ. Die Dinger sollen auf jeden Fall vegan werden und es ist ein Feiertag heute, ich habe keinerlei Agavendicksaft oder sowas Veganes da, nur Honig. Und deswegen habe ich einfach Puderzucker genommen. Von dieser Firma Xucker ist das die Puderzucker-Variante. Das ist also eine Art Zuckerersatz und damit habe ich mit ein bisschen Zitronensaft und Zimt einen Zuckerguss gemacht. Ihr könnt auch normalen Puderzucker nehmen und das wird jetzt hier drauf gestrichen. Also es hat echt perfekt geklappt. Ihr seht es, der Teig lässt sich richtig gut schneiden und dann auch super gut anheben. Also das ist gut. Und ich werde, wie gesagt, das alles mit dieser Puderzuckermischung machen. Und auf einen werde ich es mal testen mit diesem Sirup von MyProtein, ob das funktioniert. Für die, die das interessiert, weil mich interessiert es auf jeden Fall. Und das werde ich da jetzt mal drauf schmieren. Riecht verdammt lecker und die brutzeln da jetzt so circa 20 Minuten vor sich hin. Ihr müsst auch gucken, wie groß ihr die habt. Daran unterscheidet sich das bei ungefähr 160, 170 Grad bei Umluft bei mir. Es riecht richtig gut. So, die sind jetzt soweit fertig. Ihr seht, es hat richtig gut karamellisiert sogar. Nur die da vorne nicht, aber auch die haben... Ja, sehen ganz gut aus. Wie sieht das hier ein bisschen? Natürlich nicht die klassische Zimtschnecke, weil die so mini sind. Aber die anderen sind auch echt gut aufgegangen. Und schmecken echt interessant, weil ich ein bisschen Zitronensaft mit reingemacht habe in die Puderzuckermischung. Das dadurch so ein bisschen frisch zimtig schmeckt echt gut. Die werden jetzt mal abkühlen und dann kann man sie leicht warm noch genießen. Und ich würde sagen, probiert es mal aus mit auch diesen verschiedenen Varianten, die ich euch vorgeschlagen habe. Und kommentiert mal bitte, welche Variante ihr am besten findet, beziehungsweise welche ihr überhaupt gewählt habt. Ob ihr das mit Magerquark macht oder einfach nur so. Mit Honig, mit Agavendicksaft, mit auch so einer Puderzuckermischung, mit einer echten Puderzuckermischung. Was auch immer ihr da alles drauf findet, lasst es mich wissen. Ich glaube, da ist super viel Variationsmöglichkeit. Und ich freue mich auf alle eure Kommentare. Tschüss! Sie sind fertig und ich bin gerade sehr stolz, weil ich habe sie probiert und sie schmecken wahnsinnig gut. Vor allem mit diesem karamellisierten hier dran, ihr seht es. Aber auch die andere Variante, die erstmal ein bisschen langweilig aussieht, schmeckt richtig gut. Wie so ein Cinnamon Roll Brötchen. Und oh, die sind so gut, ihr müsst die unbedingt ausprobieren, wirklich. Richtig gut. Eigenlob stinkt aber irgendwie auch nicht, weil die sind echt lecker.